Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Kid Icarus. Und wir sind mittlerweile in Level 3.4 angekommen. Das bedeutet, es geht mal wieder in Richtung eines Endgegners. Und das sieht ziemlich steinern aus. Ich habe jetzt auch gar nicht in der Anleitung nachgeschaut, welcher Endgegner das sein mag. Wir hatten schon den Hund mit den zwei Köpfen, die Hydra. Lassen wir uns überraschen, was diesmal kommt. Das war ja voll der tolle Trick. Ja, unsere Superwaffen bringen uns hier nichts. Wir haben aber noch viermal Leben auffüllen in Reserve und wir haben nicht einen Hammer. Auf der anderen Seite haben uns die Kollegen, die wir hier befreit haben, auch bisher nicht so wirklich viel geholfen. Also finde ich das jetzt mal zu verschmerzen. Wir gehen mal einfach nach rechts weiter. Und hier, auch hier hatte der. Ja. Aua. Hier hatte der Spieledesigner sehr offensichtlich Spaß daran, an einer mehrfach. Ach, du ahnst es nicht. An einer Mehrfachverwendung. Nee. An einer Mehrfachverwendung der. Aua, hä? Der war doch eben noch nicht da. Na gut. Wir sind ein paar Mal getroffen worden, aber das müsste sich eigentlich. Müsste ich eigentlich noch aushalten. Die Herzen nehmen wir gerne mit. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Ich laufe hier mehr so ein bisschen planlos rum. Wir sind nach rechts und nach unten gegangen. Plan haben wir noch nicht gefunden, aber. Ja, ach ja, das kennen wir auch noch. Wie gesagt, wenn man einmal einen tollen Level gefunden hat, dann will man den auch. Oder ein tolles Level-Element gefunden hat, dann wird das auch genutzt bis zum Erbrechen und es geht hier nicht weiter. Ja, ärgerlich, das ist eine Sackgasse. Ach ja, dann gehen wir wieder hoch. Gut, ein anderer Grund, warum so viele Elemente hier gleich aussehen, wird natürlich auch noch einfach darin liegen, dass es so platzsparender auf dem Raum zu integrieren war. Es ist jetzt nicht so schön, dass ich hier wieder lande, weil hier sind zu viele Gegner. Aua. Aua. Oh, da hab ich auch gerade gepennt. Ach, die haben auch diesmal ein bisschen leicht unterschiedliche Bewegungsprofile. Interessant. Sollte ich darauf achten. Beim nächsten Mal. Dann gehen wir mal nach links zurück. Ah, dicke blaue Leute, die zwei Treffer brauchen und minimale Leben abgeben. Das ist aber nicht schön. Da hatte ich mir mehr erhofft. Ah, das gleiche in Rot. Ja, die halten auch gleich mehr aus und bringen mehr Herzen. Was bringt mir das denn jetzt als. Was bringt mir das denn jetzt als Level? Also, die Gegner sind nicht gefährlich und. Naja. Whatever. Der Plan. Ich springe hier rüber, trigger die Jungs, springe hier weiter und haha, bin durch. So, jetzt bin ich aber nach rechts gelaufen und laufe jetzt nach links zurück, um wieder hochzulaufen. Das heißt, eigentlich ist das gerade ein Kreislauf. Unspannend. Denn hier war ich schon. Ja, okay, das war dann also, die Richtung bringt nichts. Von unten bin ich gekommen, bleibt also nur noch der Weg nach oben. Oder wir konnten im Startbildschirm nach unten, glaube ich, noch statt nach rechts. Mal im Hinterkopf halten. Nein, nein, oh Gott. Oh, das ist aber mal fies. Aua. Und tut weh. Ich gehe mal nach oben weiter. Hoffe ich. Ha. Das bringt mich auch nicht weiter. Boah, die habe ich vergessen. Dann lauf du mal. Hier geht es ja bestenfalls nach rechts und auch dieses Level-Design kennen wir ihn vorher. Aber auch hier geht es nur nach rechts weiter. Oh, das kennen wir auch. Aua. Also, das Labyrinth gibt sich alle Mühe, mich zu verwirren, indem die Dinge alle gleich aussehen. Ja, das wusste ich, dass ihr kommt. Ich lasse mich aber nicht in den Hintern pieksen. Und tschüss. Jetzt bin ich, glaube ich, ein Stück weiter als ich. Nee, ich bin wieder an der gleichen Stelle, ne? Ich gehe mal weiter nach unten. Ja, das kommt mir sehr bekannt. Oh, sehr bekannt vor hier. Das kommt mir extrem bekannt vor. Das heißt, dieser Ausflug war auch mal
extrem sinnlos. Abgesehen davon, dass wir noch ein paar Herzen sammeln konnten. Hm. Also ich gehe mal jetzt am Anfang zurück. Ganz zum Anfang zurück und dann nach unten. Und schaue, ob sich da was ändert. Ja, mich mit dem hier anzulegen. Obwohl doch, das bringt was. Weil so als dicke rote Gegner könnten die auch durchaus mal ein ganzes Herz fallen lassen, ne? Aber nein. Ich habe auch noch die Hoffnung, dass hier gleich irgendwie mal so ein Lebensbrunnen oder sowas. Ja, oder auch nicht. Na, nicht doch ihr schon wieder. Huh. Okay, hier gibt es zumindest keinen Weg zurück. Ja, und wie gesagt, das Leveldesign war so toll. Aua. Der Leveldesigner war so von seinem Produkt überzeugt. Aua, schon wieder getroffen. Viel hat die nicht mehr aus. Der hat das gleich nochmal gemacht. Na, nicht schon wieder. Ich will hier weg. Aua, da hat meine eine Dingens gezündet. Ich laufe einfach mal weiter. Meine eine Dingens gezündet. Was rede ich für ein Blödsinn? Meine eine Flasche in Reserve. Jetzt habe ich noch drei. Naja, gut, was soll's. Was ist das denn hier? Kein Gegner? Okay. Ah, Shopping! Shopping, Shopping, Shopping. Nehme ich den mal? Ach ja, wir haben so viel hier, dann nehmen wir doch mal. Tja. Ich komme auch nicht weiter, denn ich müsste ja höchstens. Das ist natürlich auch toll, wenn man hier von oben runterfällt, nimmt man ja automatisch die Flasche. Nein, ich wollte die nach oben. Falsche Taste gedrückt. Ich glaube, ich nehme mal die Fackel. Ja, we have everything. Nein, habt ihr eben nicht. Denn dann sehe ich jetzt ja, wo ich bin, so grob. Und ich kann mir die Karte darunter denken. Nein, nicht hier schon wieder. Ich kann auch nach unten, aber ich glaube, da kommt nicht viel, oder? Ich versuche es trotzdem mal. Nee, da kommen auch noch wieder Auberginen. Weg hier. Oh, Moment mal, das kommt mir... Wenn das Leveldesign von 3-3 übernommen wurde, müsste hier jetzt eine Fontäne sein. Ahaha. Das Leveldesign ist fast so wie in 3-3. Ja, nicht ganz, also die restlichen durchgewürfelt, aber es ist zumindest hier links unten an derselben Stelle die Heilquelle. Und das ist gut. Jetzt haben wir auch endlich wieder volles Leben. Müssen aber dummerweise an zwei Auberginenwerfern vorbei. Hm. Kann also böse in die Hose gehen und ich habe das Krankenhaus noch nicht gefunden. Na, oh Gott, und es trifft natürlich sofort. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal als Aubergine weiter um. Ich glaube, ich muss nach oben. Ach du Scheiße, ich muss nochmal... Ach komm, was soll's. Wir haben ja genug Leben. Tut's eben weh. Komme ich da hoch? Nein, natürlich nicht. Ja, ich kann auch nicht über den drüber springen, oder? Ja, so... oh Gott, ich... Ja... So ähnlich. Jetzt, ja, komm hier, den nehmen wir jetzt auch noch mit, was soll's. Nein. Na, wieso kann ich denn da nicht hochspringen? Ach. Hier, das ist klasse, ne? Beim Springen. Ich sehe aus wie eine Aubergine. Ich habe auch noch die Hitbox vom normalen Pit. Das heißt, ich haue sehr viel schneller an Vorsprünge, als es aussieht. Mit dem Kopf. Juppidu. Das haben wir geschafft. Krankenhaus. Ja, das haben sie auch. Das soll ich auch übernommen. Mit den beiden doppelten. Na! Hier war ich doch schon, hier war ich doch schon. Na, was soll's. Hier war ich. Weiß ich nicht. Hier komme ich nicht weiter. Nein! Hier komme ich nicht weiter. Scheiße! Da muss ich hoch. Ja, komm, ich nehme. Moment mal, hier war ich doch auch schon. Ne, hier war ich noch nicht. Was ist denn hier links? Ja. Moment, wenn ich jetzt wieder runtergehe, falle ich irgendwo hin, wo ich vielleicht nicht hin will. Ich gehe mal zurück und gehe nach oben. Ach, hier fallen die vier... Ach, die hier fallen wieder die raus, ne? Jo. Haha. Den triggere ich euch erstmal. Ihr fallt gefälligst alle runter. Ich gehe ganz vorsichtig an dem Dicken hier vorbei. Nach oben und stelle fest, dass es hier nur einen Ausweg gibt. Nein, nicht alle auf einmal. Nein. Na, ach komm. Ihr könnt mir gar nichts, ich muss da unten. Ich bin schon eine Aubergine.
Ich wäre langsam mal gerne nicht mehr eine Aubergine, aber diese Option scheint es nicht zu geben. Wahrscheinlich stehe ich gleich als Aubergine vom Endgegner. Interessant. Ja. Lächerlich. Nicht ungefähr? Oben, okay. Ja, komm, nochmal getroffen. Ich gehe mal rechts weiter. Ich glaube, ich muss nach rechts. Ich glaube, ich bin hier richtig, was die Richtung angeht. Und ich hoffe, dass ich gleich mal einen. Ich gehe mal weiter nach rechts. Aua. Schon wieder getroffen. Und steck noch ein paar Treffer ein. Ich gehe mal weiter nach rechts. Hey, Shopping Time. Moment mal. Shopping Time. Ja, du hast nichts, was ich haben will. Das ist jetzt ungünstig. Okay, ich kämpfe gegen den Blob. Ich halte mal fest, er ist rechts oben. Ich weiß jetzt auch, wie ich hinkomme. Aber ich kann nichts tun. Ich habe nichts, womit ich angreifen kann. Und er tut auch nichts, um mich da. Mal sehen. Hallo? Nee, das macht nichts. Mal sehen, wie viel Schaden macht er denn so? Ah, ein halbes Kästchen. Das ist schon nicht wenig. Ja, komm, hier, wirk mich. Hat ja keinen Sinn. Müssen wir nochmal machen. Nochmal? Ja, fertig werden hier. Das dauert ja ewig. Ach ja, oh nein, ich habe meine. Ich muss jetzt die ganzen Fässer verbrauchen. Das ist ja mal arschig. Das ist ja mal echt arschig. Okay, super. Klasse Deadlock. Wir müssen nochmal anfangen. Die Sacred Words spare ich mir mal. Und, oh, ach, wir haben wieder alle. Oh, ich dachte schon, die wären jetzt komplett weg. Nee, wir haben wieder vier. Das ist gut. Und wir halten fest, nach rechts gehen war Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, Zeitverschwendung. Wir gehen gleich runter. Und sind direkt wieder auberginiert worden. Dann gehe ich mal rechts weiter. Irgendwo muss ja noch das Krankenhaus sein. Au. Ist es möglicherweise hier? Nein, ist es nicht. Und ich vergesse immer, dass ich ja noch die riesen Hitbox habe. Deshalb wurde ich gerade schon wieder getroffen. Das hatten wir irgendwie schon mehrfach. Also das Leveldesign ist jetzt nicht gerade abwechslungsreich. Oh. Grandios. Man könnte auch sagen, ihnen sind die Ideen ausgegangen. Ach ja, da müssen wir hier wieder zurück. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht ganz links um. Achso, ich habe ja wieder. Ja, nein, nicht alle auf einmal. Weg hier. Ja, das ist eine klassische Sackgasse. Ich will doch nur nach links unten kommen. Links unten war doch mein tolles. War das überhaupt da? Ah, ich habe jetzt wieder einen. Ich glaube, es war hier lang. Ja, es war hier lang. Die Aubergine erkenne ich. Dann komme ich gleich zwar in ein Heilbad, bin aber immer noch. Aua. Eine Aubergine. Juhu! Und kann nichts tun, weil ich das Krankenhaus nicht gefunden habe und ich konnte dummerweise die Aubergine auch nicht ausweichen. Und ich glaube, das ist so geplant. Jetzt muss ich also das Krankenhaus finden. Lassen Sie mich vorbei, ich bin Arzt. Wo ging es überhaupt weiter? Ich muss irgendwie oben und dann links, oder? Ich gehe mal nach oben, hoffe ich. Oder nach links? Ich gehe mal nach links. Und dann nach oben. Das ist jetzt ein bisschen. Schau an. Das bringt mir zumindest die Fackel, ne? Brauche ich die denn? Ja, komm, nehmen wir sie mal mit. Dann weiß ich zumindest, wo ich bin.
Wäre auch schön, wenn wir schon mal die Karte gefunden hätten. Aber nein, aber nein, aber nein. Nee, nicht alle auf einmal. Haha, diesmal habe ich euch überhaupt nicht ausgetrickst, weil ich weggelaufen bin. Scheiße, da wollte ich doch gar nicht hin. So, dann muss ich die jetzt einmal triggern. Die fallen, rennen jetzt hoffentlich in diese Richtung. Dann kann ich schnell hinterher und die Leiter hoch. Go, 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 go. Jetzt weiß ich auch, also es ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man halt eine Aubergine ist. Macht's ein bisschen komplizierter. Was ist das denn? Noch komplizierter allerdings, wenn man irgendwie blöd in der Wand feststeckt. Ich geh mal nach links. Aua. Ich geh mal nach rechts. Ich geh mal nach oben. Ja, so, Moment mal gerade. Jetzt bin ich hier. Das letzte Mal bin ich, glaube ich, nach oben gegangen. Ich gehe mal nach links. Und nach unten. Nee, das ist eine... Nee, 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 ich gehe nicht nach... Oder gehe ich nach unten? Ich glaube, wenn ich da runter gehe, muss ich anschließend sofort nach links fallen. Ah, okay, ich... Ja, nach links, nach links, nach links, nach links. Nein, aua, aua, weg da. Das ist auch kein Krankenhaus und ich habe nur einen Weg. Scheiße. Und der einzige Weg... Oh, Moment, ist das ein Krankenhaus? Nö. Jetzt falle ich wahrscheinlich doch wieder beim Verkäufer rein hier, oder? Ah. Will ich beim Verkäufer reinfallen, ist die Frage. Nee. Oh, okay. Es gibt nur einen Weg und der führt auch nicht dahin, wo ich hin wollte. Nächster Versuch. Ist schon so ein ganz klein wenig langatmig. Langatmig ist das Wort, was ich suchte. Ja, nicht ihr schon wieder. Oh, wäre ich jetzt keine Aubergine gewesen, wäre ich entkommen. Ah. Und jetzt wäre ich wieder eine. Ich muss nach oben. Muss ich nach links? Muss ich nach links? War ich schon mal links? Muss ich hier hoch? Ich glaube, ich hätte eben noch so nach oben gekonnt, ne? Ah ja, das war nur das Einkaufen. Ah, hier, ich kann wieder eine... Ne, kann ich nicht. Ich könnte mir noch Schläge kaufen, aber ich glaube, die helfen mir nicht, weil der Endgegner, dieses blaue Glibberfieder, so raum... so raumgreifend unterwegs ist, dass die wahrscheinlich zuerst weggeholzt werden. Und das bringt mir dann gar nichts. Also lasse ich die weg... Lasse ich die versteinert und rette die Freunde einfach nicht. Hey, ich bin der Held. Nein, schon wieder hängen geblieben. Oh. Ja, wie gesagt, man muss nur ganz kurz springen in dieser Stelle und nicht so hoch, wie ich das gerade gemacht habe. Dann bleibt man nämlich nicht an der Decke kleben und dann ist man auch schnell genug durch. Wenn man es allerdings anders macht, dann klappt es nicht. Au. Oh, sie kommen alle auf einmal. Nein, lass mich weg. So, links war blöd. Versuchen wir es rechts. Wir müssen wahrscheinlich nach oben. Oh, oben. Hier war ich noch nicht. Das ist mal neu und ich bin unter dem Endgegner. Sinnlos. Also doch nach oben. Wahrscheinlich ist das Krankenhaus in dem anderen Weg, den ich vom Eingang aus hätte nehmen sollen. Was ich nicht getan habe, was mir jetzt sprichwörtlich auf die Füße fällt. So, Jungs, runterfallen. Ich muss nach... oben. Ich habe einen verdammt großen Sprite, auch wenn man es nicht sieht. Aua. Hier schon wieder. Tschüss. Links rum. Was ist, wenn ich jetzt nach unten gehe? Nee, ernsthaft, was ist, wenn ich jetzt nach unten gehe? Komme ich dahin, wo ich eben war und nicht weiterkam? Großartig. Das hilft mir mal. Nein, ich wollte nach oben. Oh, ich will doch nur nach oben. Mhm. Nein, nicht wieder zu langsam. Hallo? Hallo? Ah, jetzt geht's hoch. So, ich glaube, es gab gerade noch eine Variante. Ne? Also wenn ich nicht zum Endgegner gehe, kann ich noch... Ah! Oh, wie bin ich dem denn entkommen? Nach unten kann ich noch, genau. Na, das war auch blöd. Ich gehe mal nach unten. Da ist jetzt hoffentlich ein... Scheiße. Das war mal... Na, sinnlos. Aber wo ist denn hier das Anti... Anti-Auberginen... Hier war ich auch schon. Das Anti-Aubergine-Moped.
Wo muss ich denn da hin? Ich gehe doch nochmal zurück. Wenn jetzt spätestens jetzt müsste ich zurück. Weil ich schon wieder. Ne, das hilft mir auch nicht. Weil ich schon wieder ziemlich. Nein, aua, angeschlagen bin. Bin ich überhaupt da? Okay. Hä? Moment mal, der war. Was war das denn? Pausenfehlfunktion, großartig. Hallo, runter. Ich gehe nach rechts. Ich gehe weiter nach rechts. Ups. So, schnell weg da, weg da. Na, da kommt der nächste. Mist, doch. Na, von einem getroffen. Jetzt gehe ich wieder hoch, glaube ich. War ich hier schon mal? Ich gucke vielleicht noch mal nach rechts. Ich gucke vielleicht noch mal einen weiter nach rechts. Das kommt mir alle so gleich vor. Was daran liegen könnte, dass es alles gleich ist, ich echt mal die Karte gebrauchen könnte. Ja. Nee, das war auch blöd. Aber gut, dass ich dafür noch mal bis hier hingelaufen bin. Da muss ich hier doch hoch. Es gibt keinen anderen Weg. Mhm. Soweit, so gut. Juhu! Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich zurückkomme. Halleluja. Okay, ich kann wieder schießen. Und weiß nicht, ich weiß ungefähr, wo ich bin, aber ich weiß nicht, wie ich. Ah, hier bin ich. Weiterkomme, wollte ich sagen. Ich kann einfach zurücklaufen, ne? Ich kann auch einfach, vielleicht könnte ich auch hier lang. Ich guck mal hier lang. Was ist hier denn so? Ah, Shoppe. Nee, will ich nicht. Nee, shoppen will ich jetzt nicht. Komm, euch nehme ich auch mit hier. Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt bin ich auf dem richtigen Dach, du Scheiße. Weg, wollte ich sagen. Die brauchen ja zwei. Nein, die brauchen ja auch zwei Treffer. Wie hässlich. Wie komme ich denn an den vorbei? Ich will an dem da vorbei. Haha, oh ja, die räumen wir jetzt ab hier. Brauchen zwar zwei Treffer pro Stück, aber das lohnt sich dann ja anscheinend doch. Können wir uns bestimmt gleich noch total tolle Sachen kaufen, die wir nicht brauchen oder schon haben. Ja, super. Nochmal schön treffen lassen. Ah! Noch eine Sackgasse. Und jetzt muss ich natürlich hier durch zurück. Ja, super! Das hat sich ja mal wieder voll gel... Oh! Unbeschadet durchgekommen. Hm. Wird mir aber vermutlich nicht viel helfen, weil ich jetzt doch was opfern werde von meinem tollen, meinen tollen Fässern hier. Ah, schon wieder durch den Stein geglitscht. Ja, ja, kenne ich schon. Schön mal hier gewesen zu sein. Jetzt bloß nicht wieder von der Aubergine treffen lassen. So, hier zurück. Nach links. Und nicht treffen lassen, nicht okay. Ja, okay, da ist schon gezündet. Ja, scheiße, doch. Wo muss ich überhaupt hin? Links, ne? Nein, nicht alle auf einmal. Oh. Ich glaube, ich gehe nochmal runter und versuche nochmal hier so einen, meinen Trank da aufzufüllen. Ich glaube, das ging noch unten, ne? Ja, ich bin ganz unten links war. Es ist nicht euer Ernst. Ja, egal, jetzt muss ich ja trotzdem erst dahin. No. Stunden später. Oh, jetzt muss ich doch wieder nach rechts laufen und oh, ist das langweilig. Also man kann nicht sagen, dass dieses Spiel keine Langzeitbeschäftigung bieten würde. Ah, ist das ein Scheiß, man kann den ja überhaupt nicht ausweichen. Also, was ist denn das für ein Spieldesign? Und war das schon war das früher genauso und es hat mich einfach nicht gestört. Oh. Das wäre gut gewesen, wenn ich ne? Ja, dann müssen wir nochmal nach rechts. Nein! Au! Geh da weg!
Muss ich eigentlich nach unten oder rechts? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube rechts. Ich bin mir sehr sicher. Nee, ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Scheiße, ich muss nach unten. Weil hier ist doch jetzt gleich wieder Sackgasse. Ah, hier ist Sackgasse, oder? Ich guck nochmal, aber ich meine, hier wäre Sackgasse. Jo. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich musste nach unten. Nee. Muss ich nach oben? Muss ich nach oben? Ich glaube, ich muss nach. Ich glaube, ich muss nach oben. Und dann nach rechts. Was ist denn mit denen los? Wieso, seit wann laufen die denn? Juhu! Den Teil hätten wir richtig. Let me remove the eggplant curse. Yay! So. Kommando zurück. Die nehmen wir wieder mit. So. So, und jetzt gehe ich wieder nach links. Jetzt gehe ich hier nach... Ja, sie kommen. Rechts? Nein, links. Oh, links. Jetzt muss ich nach oben, glaube ich. Hoffe ich. Sehe ich gleich. Bitte alle rauskommen. Oder bin ich von oben gekommen? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich von oben gekommen, ne? Nee? Sieht gut aus. Hui, geschafft. Jetzt nochmal... Ja, genau. Oh, sieht gut aus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und werde wahrscheinlich gleich wieder in der Aubergine gesappt. Nach oben. Ich spare mir die Bekämpfung mal kurz. Huh. Jetzt geht's wieder nach oben, ne? Glaube ich. Ich trigger mal gerade wieder hier unsere blauen Freunde. Besuche dann den Dicken hier. Und ich glaube, ich muss noch... Moment. Jo, ich muss bestimmt nach oben weiter. Ich muss nach links. Ja, ich muss nach... Muss ich nach unten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das hätte ich einfach haben können, wenn ich hier einfach nach links gehe. Ich kann auch nach rechts. Ich guck mal nach rechts. Ist bestimmt besser. Ich guck mal nach links. Ich... Oder muss ich da doch lang? Doch, ich musste da... Ah, ich musste doch bei denen lang. Scheiße! Ich hab's geahnt. Na, ja, kommt mal schön hier hin. Einen lassen wir leben. Ja, der muss die Botschaft verkünden. So, ich muss an den Viechern vorbei und dann runter. Na. Ich muss vor allem an euch vorbei hier. Weil es noch der einfache Teil zu sein scheint. Jetzt kommt der Böse. Nein. Haha. Huh. Soweit, so gut. Jetzt muss ich wieder hoch. Nein, ich will hoch. Oh. Auch gut, okay. Der Teil lief auch gut. Das sieht auch gut aus. Bis auf die Viecher. Das ist nicht gut. Die schon wieder. So, dann... nicht doch ihr schon wieder. Ich will nicht. Aua. Nein. Ah, falsch. Toll, wieder durch die Tür zurückgelaufen. Gleicher Versuch nochmal. Nein, ich will noch nicht gesäppt werden. Aubergine werden. Schnell weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Huh. Knappe Kiste. Ich bin keine Aubergine. Wahrscheinlich ist das nicht das letzte Mal, dass sie kommen, ne? Hm. Das war knapp. Ich bin oben. Ich muss einfach nach rechts weiter. Das ist gut. Das ist gut. Ich hoffe, die kommen jetzt einfach nicht mehr. Kamen die vorhin nochmal? Oh, nur die. Das ist verschmerzbar, wollte ich sagen. Aua. Nicht alle auf einmal. Ah, doch noch getroffen worden. Nein, nochmal. Nein. Nein. Und nochmal. Oh. Okay. Den Teil hätten wir. Mist, 27 Mal getroffen worden. Na gut, wir haben nur 3 Fässer als Reserve. Das muss dann wohl reichen. Und hier rechts geht's weiter zum Endgegner, wenn ich das vom letzten Mal noch richtig in Erinnerung habe. Ha. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht... Nein, eigentlich sieht das nicht gut aus. Obwohl.
Wenn der Endgegner nicht ganz so schwer wird. Ich weiß ja nicht, wie schwer er wird. Ich glaube, ausweichen ließ sich eigentlich ganz gut. Aber ich habe das natürlich nicht unter Druck gemacht, sondern einfach nur... beim letzten Mal konnten wir eh nichts ausrichten, weil wir noch eine Aubergine waren. Gab es beim letzten Mal was zum Einkaufen? Ha. Ich weiß es nicht, aber ich nehme mal hier so eine Pulle mit. Das war, glaube ich, ganz gut. Ja, ist echt super mit dem Verkäufer kurz vorm... Oh. Also, es ist ein bisschen blöd, weil man... Achso, den kann man nur treffen, wenn er sichtbar ist. Hm. Unschön. Oh, shit. Das dauert ja ewig. Hä? Okay, das könnte ein bisschen länger dauern. Das könnte ein bisschen länger dauern. Oh, das war knapp. Ja gut, das ist jetzt ein Ausdauertest. Und die Kugeln sind irgendwie ziemlich fies. Das heißt, fies eigentlich nicht, weil bisher wurde ich noch nicht so... Wurde ich auch noch nicht getroffen, aber ich treffe auch den Gegner nicht. Hä? Kann ich die Kugeln wegmachen? Bestimmt nicht, ne? Nein! Was haben die denn für eine komische Kollisionsabfrage? Wird der nochmal irgendwie... Ach, ich kann ihn doch treffen, wenn er uns... Hä? Kann ich den doch treffen? Wenn er unsichtbar ist? Ja. Achso, er kann mich nicht... Hä? Wieso hat mich denn bisher noch nichts... Ne, ich will mich mal nicht beschweren, aber wieso hat mich noch nichts getroffen? Das ist ein bisschen... Blöd gerade. 173. Yay, ich krieg dich. Wo ist er? Hm. Ja, also toll ausgesucht, so vom schwarzen Hintergrund. Okay, die Kugeln, da kann ich nichts gegen machen. Ihn kann ich treffen. Wenn das so weitergeht, dauert das auch überhaupt nicht mehr. 158. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aua. Na, jetzt haben sie mich doch mal erwischt. Habe ich nicht reagiert. Okay, ich kann ihn also doch treffen, wenn er unsichtbar ist. Ich muss nur wissen, wo er ist. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ah, und laufen nochmal voll in das Ding rein. Shit. Aua. Und gleich nochmal. 131. Na? Dass sie auch permanent in die Richtung ändern. So unphysikalisch. Na, komm her. Toll, trifft natürlich nicht, weil er in der Wand ist. Trifft nicht, weil er... nicht in der Wand ist. Aua. Drei Reserven habe ich noch. Und er hat noch 119. Mist, komm runter. Obwohl. Oh, lieber nicht runter. Na? Na? Das war knapp. 101. Hälfte haben wir schon fast. Hälfte hat er mir aber vom Leben, glaube ich, auch schon abgeknöpft, oder? Wo ist er hin? Na. Herrgott, wenn du immer unter der Decke klebst, dann wird er auch nichts. Hä? Da muss man doch wirklich sehr genau treffen, was dann... Hallo? Aua! Ah, 77. Nein, das ist ja schon wieder! Ich sehe den auch nicht, wenn er hier von nur auf dem... Aua. Nur auf dem Schwarzen ist. Na komm her. Ist vielleicht doch besser, wenn ich ihn hier ein bisschen verfolge, weil es... Ich glaube, ich noch zwei. Ah, reicht. Ah, wird schon besser. 47, da war auch nicht mehr so viel. Jetzt haut er wieder da oben hin. Bleib hier. Hallo? Ah. 44? Jetzt nur nicht übermütig werden hier. Na. Das wäre echt mal toll, wenn ich wieder meine super Reichweitenpfeile hätte. Habe ich aber nicht. 38? Wo ist er hin? Da. Na komm her. Nein, nein, nein.
Ja, steht nochmal getroffen worden. Zwei Fässer noch und er hat noch 32. 10 Treffer oder so, ne? Ja, 11. 11 Treffer brauchen wir noch. Es ist auch wirklich ein Riesenvieh, aber eine saublöde Kollisionsabfrage. Das war knapp. 20. Ups. Kurz 7. 7 Treffer noch. Ja. Yay, geschafft. Oh, knapp. Knappe Kiste, aber egal. Gilt auch. Puh, das war Level 3.4, ne? Wir sind mal wieder häufig zur Aubergine geworden, aber geschafft. Okay, Pit equipped himself with three treasures. Ah ja, ich habe drei Sachen. Ich habe drei, die drei Schätze gesammelt und die ziehe ich jetzt an, um in den Kampf zu ziehen. Hier die drei Treasures, das Schild, der Pfeil und die Flügel. Und es geht, glaube ich, in 4.1 jetzt in einem Fluglevel weiter. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin.